Es wird mal wieder Zeit für Eis und passend zur Jahreszeit Wintereis. Hier von Edeka Genussmomente Kokosmakroneneis und Bratapfeleis werden wir uns jetzt zusammen anschauen. Hallöchen zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe es neulich noch im Prospekte-Video gesagt, es wurde mal wieder Zeit für einen Eistest. Wir machen jetzt gleich einen doppelten Eistest, nämlich diese beiden neuen, also nicht neu, sondern saisonal neu, die gibt es schon seit Jahren mal auch bei diversen anderen Supermärkten. Ob es immer der gleiche Hersteller ist, weiß ich nicht, aber ich denke, da gibt es durchaus Parallelen, vor allem wenn man was bei Netto Markendiscount findet. Edeka gehört zu Netto, da auf jeden Fall. 4 Kokosmakroneneis, 2 Bratapfeleis, 1,99 meine ich, war jeweils der Preis. Ist halt jetzt ja saisonal zur Weihnachtszeit. Kokoseiscreme dekoriert mit Kokosraspen und einem Fuß aus Kakao, die gefällt da so. Wie unansprechend kann man eine Beschreibung machen? Mit Apfelfruchtfüllung umhüllt von Amaretti-Stückchen und blanchierten Mandelscheiben. Das klingt doch schon viel besser. Wie könnte man es denn sonst nennen? Mit Kokosraspen und einem Fuß aus Kakaoldia-Fettglasur. Jetzt stellt euch mal vor, man hat da so einen Fuß mit Kakaoldia-Fettglasur und einer Basis aus kakaohaltiger Fettglasur. Auf einem kakaohaltigen Ständer oder so. Ach nee, ist irgendwie auch doof. So, wir fangen mal an mit dem Kokosmakroneneis. Was steckt hier drin? Da steht hier nochmal mit dem Fuß. Ich wette, das ist so eine deutsche Richtlinie, dass man dann hier das Fuß nennen muss, weil sonst wäre das verwirrend oder was weiß ich. Kokos-Eiscreme, was schon mal sehr gut klingt, denn viel Milchfett, deswegen Eiscreme. 33% Schlagsahne, sehr geil. Entrahmte Milch, Zucker, Glucose, Fructose, 8,7% Kokosraspel. Es ist Kokosmilch noch drin, Emulgatoren und so weiter, Stabilisatoren. Aroma ist auch drin, Bourbon-Vanille-Extrakt. Und dann haben wir noch 10% kakaohaltige Fettglasur. Das ist das unten und oben Kokosraspel drauf. Also wie gesagt, die Fettglasur unten, darauf die Kokos-Eiscreme und dann oben drauf die Kokosraspel. Die Nährwerte hier, 323 Kilokalorien, 22,3 Gramm Fett, 4,5 Gramm Eiweiß und, habe ich schon gesagt, 22,7 Gramm Fett? Ja, also ja, das ist das. 4 Stück, wie gesagt, drin. Bratapfeleis. Was haben wir hier? Die Zutatenliste ist mir zu lang. Wichtig ist 56% Apfel-Eiscreme. Also haben wir auch hier Sahne drin und wir haben aber auch Apfelsaft, das Apfelsaftkonzentrat drin. Dann haben wir eine Apfelzubereitung, 17%. Wir haben 7% getrocknete Apfelwürfel. Dann haben wir hier nochmal Bourbon-Vanille-Eiscreme selber auch noch. Amaretti-Keksbrösel, blanchierte, geröstete Mandeln und. Die Nährwerte auch hier, 258 Kilokalorien, 10,5 Gramm Fett, 27,4 Gramm Zucker und 3,9 Gramm Eiweiß. Und ich finde, dass überall Sahne verwendet wird, also bei beiden, das finde ich schon mal sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Qualitätsmerkmal und wichtig für den Geschmack. So, schauen wir mal rein. Ja, dann kann man sich dann auch Weihnachten sparen, ein Dessert selber zu machen. Dann kauft man einfach so ein Ding hier und das sieht auch schön aus. Und das ist bestimmt besser, als manch einer das Dessert zu Hause hinbekommt, muss man halt auch ganz klar sagen. Also lieber gut gekauft, als schlecht selber gemacht. Was sagt ihr? Lieber gut gekauft, als schlecht selber gemacht oder lieber schlecht selber gemacht, als gut gekauft. Und jetzt kommen natürlich, ich glaube, diese Umfrage werde ich auf YouTube veröffentlichen. Ah ja, das muss ich unbedingt dran denken. Der Rest kommt gleich wieder weg. Denn das hängt so ein bisschen davon ab, wie man selber natürlich eingestellt ist. Wie viel Wert gibt man dem Selbstgemachten und wie viel nicht? Wem ist das Schmecken des Eises oder der anderen Speise wichtiger, als das Liebe in dem Produkt steckt? Denn auch wenn viele Hersteller sagen, es ist alles natürlich mit Liebe zubereitet, ist das natürlich Schwachsinn. Höchstens Liebe, weil sie sich auf das Geld freuen. Aber Liebe hat man halt hauptsächlich, wenn man selber macht oder ein Herzensmensch selber macht oder was auch immer. Was ist da halt wichtiger? Das ist die Frage. Also dieses Eis einmal hier und das Bratapfeldingen einmal hier. Ich wollte natürlich sehen, wie es von innen aussieht. Jetzt schneiden wir mal das Bratapfeleis auf. Auch von der Konsistenz kommt mir es schon mal sehr geil vor. Ein bisschen locker, cremig, innen drin so Apfel oder Vanille und außenrum dann Apfel oder Vanille. Das ist die Frage, was ist. Hier drin dann halt auch diese Apfelfüllung und außen diese Amaretini-Brösel. Und das Kokoseis, das haben wir jetzt hier. Mit dem Schokofuß. Ja, also eigentlich ist es dann wirklich hier so am Rand so ein bisschen hochgezogen, unten. Und darauf ist dann halt das Eis. Füllung hat man jetzt hier nicht. Sieht aber auch sehr, sehr gut aus.
Ich fange an mit dem Kokosmakroneneis. Das riecht sogar richtig gut nach Kokosnuss. Oben drauf, die sind auch, glaube ich, geröstet. Ich weiß nicht, vielleicht stand da jetzt auch geröstet drauf, aber es riecht nach gerösteter Kokosnuss oben. Schön auch mit der kakaohaltigen Fettglasur, die so ja, knackig ist. Und hier unten wirklich am Boden ist dann einfach so eine dünne Schicht. Oh, sehr lecker. Dann überall so kleine Kokosflocken drin. Das muss man natürlich mögen. Es gibt Leute, die mögen das nicht. So Kokosflocken. Man schmeckt, dass Sahne drin ist, das ist vollmundig, das ist cremig, das Eis. Und es hat eine gute Kokosnote. Doch. Gefällt mir. Sehr, sehr lecker. Geiler wäre es, wenn so eine Art Raffaello-Creme als Füllung noch drin wäre. Aber, doch, das ist wirklich ein feines Eis, aber die volle Dröhnung Kokosraspel, das muss man mögen. So, wir kommen zum Bratapfeleis, welches optisch, glaube ich, dann doch noch eine Ecke besser ist. Ich probiere es jetzt hier einmal so, erstmal ohne die Füllung, also nur so das Eis mit dem Amaretini und so. Oh, richtig super. Hier kommt nämlich so eine Apfelnote durch. Ich glaube, ich habe so ein bisschen was von der Füllung mitbekommen. Ich probiere es mal nur außen die Amaretini. Ein bisschen Zuckerknack sogar mit bei. Ja, gefällt mir. Und jetzt einmal quer durch mit Füllung. Da sind, da stand auch drauf, mit diese Apfelstückchen drin, die sind sogar richtig knackig. Und es sind auch Mandelhobel irgendwie drin. Sehr lecker. Boah, das ist wirklich richtig toll. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt die Vanille-Eiscreme rauszuschmecken. Insgesamt schmeckt es so ein bisschen nach Vanille, hauptsächlich Apfel irgendwo. Und auch hier schön mit der Sahne, das schmeckt man halt auch. Und außen dieser Knack auch. Von dem Zucker, der da außen dran ist. So. Also wirklich richtig fein. Zwei schöne winter-weihnachtliche Desserts. Es gibt auch noch so Tannenbäume, die hatte ich vor ein paar Jahren mal. Die fand ich übrigens ebenfalls gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es der gleiche Hersteller ist, aber die kann man auch ausprobieren. Zumindest die, die ich hatte. Ich glaube, die waren von Netto. Ja, doch, wirklich. Zwei schöne Sachen. Gerne mal ausprobieren. Und falls ihr sie schon mal probiert habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder eure Empfehlung. Was ist euer liebstes Wintereis, was man natürlich auch am besten im Supermarkt kaufen kann? Teilt es der Community mit. Ich bin gespannt. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst das Abo da und den Daumen nach oben. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.